Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 46. Lernvideo und es wird um den Begriff der Topologie gehen. Bevor wir zum Begriff der Topologie kommen, möchte ich an das Konzept des metrischen Raumes erinnern. Das hatten wir im letzten Semester eingeführt. Ein metrischer Raum bestand aus einer Menge M, nicht leer, und einer Abbildung D, der sogenannten Metrik. D war auf M kreuz M definiert und nimmt Werte in den nicht negativen reellen Zahlen an. Und wir haben dann, wenn X und Y Punkte in M sind, den Funktionswert von D an der Stelle XY eben als Abstand zwischen X und Y interpretiert. Ja, das einfachste Beispiel für einen metrischen Raum war, waren die reellen Zahlen und der Abstand war in diesem Fall eben durch den Betrag von x minus y gegeben. Aber wir haben gesehen, dass das Konzept des metrischen Raumes schon sehr allgemein ist. Beispielsweise hatten wir für die Menge m den Raum aller Wörter betrachtet und darauf dann eine geeignete Metrik definiert, die beispielsweise zählt, wie viel Manipulation man braucht, um aus einem Wort das andere zu bekommen. Und das war dann auch ein metrischer Raum. Wir haben dann mithilfe der Metrik erklärt, was eine konvergente Folge ist, also den Begriff der Konvergenz eingeführt. Wir haben erklärt, was Stetigkeit ist. Und wir haben das Konzept der offenen Menge eingeführt. Und die offene Menge wird in dieser Sitzung jetzt eine ganz wichtige Rolle spielen, denn der Begriff der Topologie basiert auf der offenen Menge. Und deshalb möchte ich das hier nochmal kurz wiederholen, was das ist. Wir haben eine Teilmenge A in M offen genannt. Also man kann hier auch schreiben M, D, um zu sagen, dass man das als Teilmenge des metrischen Raumes betrachtet, denn der Begriff der Offenheit hängt von der Metrik ab, die man betrachten möchte. Gut, wir haben also so eine Teilmenge offen genannt, genau dann, wenn für jeden Punkt aus der Menge wir eine kleine offene Kugel finden können, die vollständig in der Menge noch enthalten ist und den Punkt X enthält. Und man kann einfach das auch so ausdrücken, dass man sagt, für jeden Punkt aus A findet man einen kleinen Radius, sodass die Kugel mit Mittelpunkt X und Radius R in A enthalten ist. Und ja, wo kommt da die Metrik vor in dieser Aussage? Nun, die kommt in der Definition der Kugel vor. Die offene Kugel war definiert als die Menge aller Punkte in M, die die Eigenschaft haben, dass der Abstand zum Mittelpunkt X kleiner ist als der Radius R. So war diese Menge definiert und wenn man jetzt hier die Metrik ändert, dann ändert sich oder kann sich auch die Menge ändern. Wir haben dann zu Beginn des Semesters uns Situationen angeschaut, in denen der metrische Raum mehr Struktur hatte. Und wir haben damit begonnen, uns metrische Räume anzusehen, wo die Grundmenge M eine lineare Struktur hat. Das heißt, wo M ein Vektorraum ist. Kann man dann oft mit X bezeichnet, den Vektorraum. Und für Vektorräume kann man dann eine sogenannte Norm einführen. Und wenn man dann diese Norm hat, kann man auf X auch eine Metrik einführen. Und damit haben wir gesehen, dass jeder normierte Vektorraum auch ein metrischer Raum ist. Und die ganzen Konzepte der Konvergenz, der Stetigkeit, das Konzept der offenen Menge überträgt sich dann oder wird dann von einem normierten Vektorraum geerbt. Ja, mehr Struktur bedeutet auch, dass man stärkere Aussagen eben treffen kann und auch beweisen kann. Und eine Aussage, die zum Beispiel dann die Vektorraumstruktur benötigt hat, war die Aussage, dass jede lineare Abbildung zwischen zwei normierten Vektorräumen, die beschränkt ist, bereits schon stetig ist. Gut. Dann hatten wir noch stärkere Strukturen betrachtet, und zwar normierte Vektorräume, in denen die Norm die Parallelogrammumgleichung erfüllt. Und das würde dann auf das Konzept des
Hilbertraums oder Prä-Hilbertraums. Und ein Hilbertraum ist eben ein Vektorraum, auf dem so ein inneres Produkt, das Skalarprodukt, definiert ist. Das muss gewisse Eigenschaften erfüllen. Und wenn man ein Skalarprodukt hat, kann man eine Norm, eine induzierte Norm definieren und damit auch wieder eine Metrik. Und somit ist jeder Hilbertraum dann auch ein metrischer Raum. Und im Vergleich zum normierten Raum hat ein Hilbertraum eben noch mehr Struktur. Man kann hier insbesondere dann über den Begriff der Orthogonalität sprechen und Winkel einführen und solche Dinge. So, das heißt, was wir bisher gemacht haben, war zunächst mal mit diesem allgemeinen Konzept des metrischen Raums gestartet und wir haben bisher dann speziellere Strukturen hinzugenommen, die alle metrische Räume auch sind, aber zusätzlich eben noch weitere Eigenschaften besitzen. Was wir jetzt machen möchten in dem Kapitel, ist anzudeuten, dass man auch in die andere Richtung gehen kann. Man kann Räume, sogenannte topologische Räume, betrachten, in denen man immer noch über Konvergenz, Stetigkeit und offene Mengen sprechen möchte oder sprechen kann, aber auf denen man keine Metrik definieren kann, die dann sozusagen auf dieselben offenen Mengen führt. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung der Verallgemeinerung und werden uns jetzt dann gleich topologische Räume ansehen. Ja, über topologische Räume kann man ganze Vorlesungen füllen. Das möchten wir aber hier gar nicht tun, sondern ich werde eigentlich nur ganz oberflächlich Ihnen erklären, was überhaupt ein topologischer Raum ist. Wir werden sehen, dass metrische Räume topologische Räume sind und dann ein oder zwei Beispiele für topologische Räume auch nur andeuten. Das sind dann Beispiele, die Sie zum Beispiel in der Physikvorlesung bestimmt schon kennengelernt haben oder die Sie vielleicht in der Funktionalanalysis später noch kennenlernen werden. Bevor wir sagen, was ein topologischer Raum ist, werden wir zunächst mal definieren, was denn die Topologie eines metrischen Raumes ist. Dazu schauen wir uns einen metrischen Raum an und ein Mengensystem, das besteht aus allen offenen Mengen in dem metrischen Raum. Ja, und was eine offene Menge ist, hängt von der Metrik eben ab. Wenn ich die Metrik ändere, dann ändert sich typischerweise auch die Eigenschaft, offen zu sein für eine Menge. Und dieses Mengensystem nennt man dann die durch die Metrik D induzierte Topologie auf M. Und dieses Mengensystem, diese Topologie, hat dann verschiedene Eigenschaften. Zunächst wissen wir bereits, dass die leere Menge eine offene Menge ist und auch der metrische Raum selber, die Grundmenge, ist auch eine offene Menge. Deshalb sind die in der Topologie enthalten. Dann wissen wir, dass wenn wir zwei offene Mengen haben, dass dann auch der Schnitt wieder offen ist. Das kann man an dem Bild einfach erklären. Das hatten wir auch in der Analysis 1 schon bewiesen. Wenn wir hier eine Menge O1 haben, die offen ist, und eine zweite Menge O2, die offen ist, und jetzt uns einen Punkt betrachten, x, dann finden wir eine offene Kugel um x, die in O1 enthalten ist, weil der O1 offen ist. Das könnte diese hier sein. Und wir finden eine Kugel um x, die in O2 enthalten ist, zum Beispiel diese hier. Und jeweils die beiden Kugeln haben einen Mittelpunkt x. Und wenn man jetzt einfach die Kugel betrachtet mit dem kleineren der beiden Radii, dann liegt diese Kugel eben sowohl in O1 als auch O2 und damit im Schnitt. Und damit ist diese Aussage B bewiesen. Ja, und der dritte Punkt ist, dass wenn wir eine Familie offener Mengen haben, das heißt, hier bei einer Familie hat man ein Mengensystem offener Mengen und da dürfen auch möglicherweise überabzählbar viele offene Mengen enthalten sein. Wenn wir dann die Vereinigung all dieser offenen Mengen betrachten, dann ist diese Vereinigung eben wieder eine offene Menge und damit in der Topologie enthalten. Und auch das haben wir in der Analysis 1 bereits bewiesen.
Ja, das Argument ist auch einfach. Wenn wir also ein x nehmen aus dieser Vereinigung der offenen Mengen, dann gibt es auf alle Fälle mal zumindest eine Menge, also einen Index j aus i, sodass x in oj enthalten ist. Und dann gibt es eben ein Radius r, weil ja oj offen ist, sodass dxr in dieser offenen Menge oj enthalten ist. Und aber diese offene Menge oj ist ja auf alle Fälle ja in der Vereinigung aller offenen Mengen aus dieser Familie enthalten. Und damit haben wir gezeigt, dass eben diese Vereinigung eben eine offene Menge ist. Also ist auch sehr einfach und das hatten wir in der Analysis 1 eben schon mal bewiesen. Ja, die Idee eines topologischen Raumes ist nun folgende. Man hat wieder eine Grundmenge m und statt einer Metrik schaut man sich jetzt einfach ein Mengensystem T an. Das ist ein Mengensystem, dessen Elemente eben Teilmengen von m sind. Das heißt, das ist eine Teilmenge der Potenzmenge über m. Und man nennt dann so ein Paar, bestehend aus einer Menge und so einem Mengensystem eben eine Topologie. Und damit in dieses Paar einen topologischen Raum, falls T diese drei Eigenschaften erfüllt. Ja, und damit sieht man, dass jeder metrische Raum ein topologischer Raum ist. Und ich werde, wie gesagt, Beispiele andeuten für topologische Räume, die keine metrischen Räume sind. Was wir jetzt uns eigentlich nur klar machen in dem Kapitel ist, dass man alle wesentlichen Begriffe, nämlich den Begriff der Konvergenz nach Folge, den Begriff der Stetigkeit und auch dann im nächsten Kapitel den Begriff der Kompaktheit sich klar machen kann, indem man nur offene Mengen verwendet. Ja, wenn wir uns überlegen, wir hatten die Stetigkeit ja mit Hilfe des Konzeptes der Folgenstetigkeit auch eingeführt und wir haben bereits festgestellt, dass man aber Stetigkeit einer Funktion auch allein mit Hilfe von offenen Mengen charakterisieren kann. Und jetzt werden wir in dem Kapitel uns an ein paar Resultate erinnern, die wir alle schon bewiesen hatten. Und diese Resultate zeigen dann eben, dass die gewissen Begrifflichkeiten sich alleine mit Hilfe offener Mengen beweisen lassen. Und weil wir in einem topologischen Raum ja genau definieren, was eine offene Menge ist, nämlich die Elemente aus dem Mengensystem T, die werden wir einfach offen nennen. Können wir dann auch in einem topologischen Raum über Konvergenz, über Stetigkeit und so weiter sprechen? Ja, ein wichtiges Beispiel für einen topologischen Raum, der nicht durch eine Metrik induziert wird, ist oder hängt mit Distribution zusammen. Und Sie wissen sicherlich nicht, was eine Distribution ist, aber Sie haben, wenn Sie Physik studiert, jetzt studieren oder vielleicht im Nebenfach E-Technik haben, dann wissen Sie vielleicht, was die Dirac'sche Delta-Distribution ist. Diese Delta-Distribution, die wird in der Physik oder auch in anderen Vorlesungen, nicht mathematischen Vorlesungen, dann häufig einfach formal oder informell eben eingeführt als folgende Funktion, eine Funktion, die die Eigenschaft hat, dass wenn wir eine glatte Funktion phi gegen die Dirac-Distribution integrieren, dann soll da gerade der Funktionswert von phi an der Stelle 0 rauskommen. So führt man das oft informell ein und das macht gar keinen Sinn, denn eine Funktion Delta mit so einer Eigenschaft kann es gar nicht geben. Das heißt, was hier auf der linken Seite steht, ist überhaupt nicht definiert. Dennoch wird die Dirac'sche Delta-Distribution vielfältig verwendet und auch mit dieser Notation. Und warum macht man das nun? Wenn man das so aufschreibt, dann hat man einfach einen tollen Kalkül. Man kann partiell integrieren beispielsweise und einfach rechnen, als wäre dieses Delta tatsächlich eine Funktion und vielleicht sogar eine beliebig differenzierbare Funktion.
Und wenn man da so rechnet, dann kriegt man eben Ergebnisse. Und es ist ganz ähnlich dann so wie mit der Situation der komplexen Zahlen. Da hatten wir ja gesehen, dass man, bevor man genau wusste, was eine komplexe Zahl überhaupt ist, einfach mal mit der imaginären Einheit gerechnet hat, um beispielsweise kubische Gleichungen zu lösen. Da hat man dann eben gerechnet, als wäre klar, wie man mit komplexen Zahlen rechnen darf. Die Rechnung an sich war zunächst mal völlig unklar, warum die überhaupt gelten soll und was da überhaupt passiert, aber am Schluss hat man ein Ergebnis bekommen, das wieder sinnhaft ist und das eben die kubische Gleichung gelöst hat. Und genau so ist oder war die Situation mit den Distributionen von gar nicht so langer Zeit und da hat man mit Distributionen eben einfach so gerechnet, als wäre es eine Funktion und am Schluss bekam man ein Ergebnis, das wieder sinnvoll war. Und wo hat man das gemacht? Ja, vor allem in der Physik. Dort hat man dieses Delta benutzt, um beispielsweise eine Punktladung zu beschreiben von einem Elektron. Oder in der Signalverarbeitung verwendet man das Delta und schaut sich auch Fourier-Transformationen davon an. Und tut meistens, zumindest in den Anfängervorlesungen und auch historisch gesehen so, als wäre es eben ein Objekt, das man ganz gut versteht. Wenn man nun aber mathematisch wirklich erklären möchte, was dieses Delta überhaupt ist, geht man ganz anders vor. Und das möchte ich hier nur andeuten. Ja, in der Mathematik ist dieses Delta zunächst mal eine lineare Abbildung, die eine Testfunktion nimmt. Hier wäre die Testfunktion dieses Phi. Und die Testfunktion ist eben eine beliebig oft differenzierbare Funktion mit kompaktem Träger. Und dieses Delta nimmt so eine Testfunktion, wirft die auf eine reelle Zahl. Und in diesem Fall des Deltas ist es einfach die Abbildung, die Phi nimmt und auf den Funktionswert von Phi abbildet. Und das ist eine lineare Abbildung. Was linear ist, können wir einfach sagen, denn der Testfunktionraum ist ein Vektorraum. Und man kann leicht nachprüfen, dass die hier definierte Abbildung linear ist. Ja, nun ist es ja so, dass wir Analysis machen wollen. Wir wollen differenzieren und so weiter und keine lineare Algebra. Das heißt, ist linear als Eigenschaft nicht genug, sondern wir müssen verstehen, was stetig ist, ne? Das heißt, wir wollen uns lineare, stetige Abbildung auf dem Testfunktionenraum ansehen und die Dirac'sche Distribution wäre dann ein solches linear stetiges Funktional. Und das Problematische ist nun stetig. Ne? Dazu muss man erklären, was die offenen Mengen oder was die Topologie letztlich ist auf dem Raum der Testfunktion. Wenn ich sagen kann oder definiert habe, was die offenen Mengen sind auf dem Raum der Testfunktion, dann kann ich darüber sprechen, wann so eine Abbildung denn stetig sein soll. So, nun könnte man im Grunde so vorgehen, dass man sagt, okay, auf dem Raum der Testfunktion kann ich ja die Supremumsnorm betrachten oder auch Normen, wo man das Supremum auch von Ableitung noch mit berücksichtigt. Aber dann stellt man fest, wenn man das tut, dass dieser entstehende normierte Raum sehr, sehr schlechte Eigenschaften besitzt. Beispielsweise ist es so, wenn ich hier die Supremumsnorm nur verwende, dann würden Cauchy-Folgen Grenzwerte haben, die nicht mehr in dem Raum drin liegen. Die Grenzwerte wären zum Beispiel nur noch stetig. Auch wenn ich Ableitungen noch mit berücksichtige und auch beliebig viele Ableitungen berücksichtigen würde und damit eine Metrik definieren könnte, wäre es so, dass Cauchy-Folgen einen Grenzwert haben, der dann immer noch glatt wäre, also in C unendlich wäre, aber die Eigenschaft, kompakten Träger zu haben, würde verloren gehen. Und dann ja, hat man eben festgestellt, dass eben das Konzept des metrischen Raumes nicht ausreichend ist, um diesen Vektorraum, also um in diesem Vektorraum zu erklären, wann eine Folge von Testfunktionen konvergiert oder was eine offene Menge ist und was eben stetige Funktionen auf diesem Raum der Testfunktionen sind. Und das würde dann letztlich zu einer speziellen Topologie auf dem Raum der Testfunktion und die erklärt man dann im Rahmen der Distributionstheorie.
Das heißt, dort wird man eine Topologie auf dem Raum der Testfunktion einführen und mit Hilfe dieser Topologie wird dann dieser topologische Raum sehr schön und man ist dann insbesondere dann auch vollständig. Und ja, das ist vielleicht das wichtigste Beispiel im Bereich der Analysis für einen topologischen Raum. Insbesondere dann, wenn man sich für partielle Differentialgleichungen später interessiert. Anderes Beispiel, vielleicht das eher akademisch ist, kann man ein bisschen einfacher verstehen. Das möchte ich hier auch noch mal kurz skizzieren. Ja, ein anderes Beispiel, das vielleicht nicht so wichtig ist jetzt für die Anwendung, aber einige Grundprinzipien vielleicht schon andeutet, die man dann in der Funktionalanalysis vertiefen kann, im dritten Studienjahr allerdings erst, ist folgendes. Wir könnten als Grundmenge M den kleinen L2 nehmen. Zur Erinnerung, der kleine L2 bestand aus allen Folgen, reellwertigen Folgen, die die Eigenschaft haben, dass die kleine L2-Norm eben endlich ist. Und die kleine L2-Norm war definiert als die Wurzel der Summe n gleich 0 bis unendlich der Quadrate der Folgenglieder. Und das war sogar ein Hilbertraum und damit auch ein metrischer Raum und damit auch ein topologischer Raum. Jetzt ist dieser klein L2 ist ja ein Vektorraum und der hat unendliche Dimensionen. Man kann sich den kleinen L2 eben so vorstellen, dass man sagt, okay, ich schaue mir den Rn an und lasse dann die Dimension des kleinen n gegen unendlich gehen. Ne? So kriege ich quasi einen Vektor mit abzählbar unendlich vielen Komponenten und das wäre dann das, was man als Folge bezeichnet. Okay. So kann man sich das vorstellen. Nun, das ist jetzt ein unendlich dimensionaler Raum und das bedeutet, also Dimension von L2 ist unendlich und das bedeutet, es gibt eine beschränkte Folge. Eine beschränkte Folge, die ich jetzt mal hier x oben Index k nenne. Eine Folge in klein L2. Und die keine konvergente Teilfolge besitzt. Sowas ist im unendlich dimensionalen eben immer möglich. Im endlich dimensionalen nicht, denn dort hatten wir ja den Satz von Bolzano-Weierstrass, der einem sagt, dass eine beschränkte Folge im endlich dimensionalen halt immer eine konvergente Teilfolge besitzt. Okay. So, wir können uns jetzt mal diese Folge hernehmen und was ich Ihnen sagen möchte oder erklären möchte, ist, dass wir zwar keine konvergente Teilfolge finden können und hier bedeutet Konvergenz bezüglich der L2-Norm, aber wir können eine Folge konstruieren, die komponentenweise konvergiert. Also die Behauptung ist, es gibt eine Teilfolge, die nenne ich hier mal KJ. Und es gibt einen Grenzwert x oben, ja, x quer in klein L2, sodass folgendes gilt. Wir haben das xkj n, also die n-te Komponente. Die n-ten Komponenten konvergieren entlang dieser Teilfolge gegen die n-te Komponente von x quer. Und das für alle n in n, für alle Komponenten. Und das hier gilt für j gegen unendlich. Das ist die Behauptung und das ist gar nicht so schwierig zu sehen. Man kann zunächst mal feststellen, dass wenn ich mir eine beschränkte Folge in klein L2 hernehme, dann ist es ja so, dass die klein L2-Norm stärker ist als die Maximumsnorm, die Supremumsnorm. Und das bedeutet, wenn ich mir die Folge hier ansehe und nur eine n-te Komponente der Folge ansehe, dann kriege ich eine Teilfolge in R und diese Teilfolge ist beschränkt. Und nach dem Satz von Bolzano-Weierstrass finde ich eine Teilfolge, die dann eben konvergiert.
Und mit dem Diagonalargument kann man dann eben so eine gemeinsame Teilfolge finden, sodass alle Komponenten konvergieren. Das kann man sich in Ruhe mal überlegen. Das Interessante nun ist, dass hier ein neuer Konvergenzbegriff gefunden wurde. Man kann sagen, dass eine Folge, ich nenne die jetzt mal, damit man sieht, dass es was Allgemeines ist, man kann sagen, dass eine Folge schwach konvergiert gegen ein x-Quer, falls für alle Komponenten die Komponentenfolgen konvergieren. So, hier wird also ein neuer Konvergenzbegriff eingeführt und da nimmt man dann die schwache Konvergenz und wenn man das im Endlichdimensionalen machen würde, wird hier auf der rechten Seite die komponentenweise Konvergenz stehen und auf der linken Seite würde dann im Endlichdimensionalen die Normkonvergenz stehen und im Unendlichdimensionalen ist die komponentenweise Konvergenz was anderes als die Konvergenz bezüglich der Norm im Allgemeinen. Und man nennt es dann die schwache Konvergenz. Und die schwache Konvergenz, da kann man jetzt feststellen, dass das auch ein Konvergenzbegriff ist, der nicht über eine Metrik beschrieben werden kann, sondern das ist der Konvergenzbegriff, der zu einer schwachen Topologie gehört. Und wie die offenen Mengen in der schwachen Topologie aussehen, das ist auch wieder komplizierter und das kann man auch in einer weiterführenden Vorlesung dann diskutieren. Aber hier sehen Sie ein Beispiel, was schon mal andeutet, warum, also was nützlich ist. Denn hier sieht man, dass beschränkte Folgen einen schwachen Grenzwert besitzen. Das ist eine Verallgemeinerung des Satzes von Bolzano-Weierstrass auf unendlich dimensionale Vektorräume, normierte Vektorräume. Und was man eben bezahlen muss, ist, dass man im unendlich dimensionalen Fall nicht eine starke, eine Normkonvergenz erwarten kann, sondern nur eine Konvergenz bezüglich einer schwachen Topologie. Okay, nach diesen Ausführungen, die Sie vielleicht nicht jetzt schon vollständig durchdringen können, aber die Sie vielleicht neugierig macht auf das, was man noch so alles tun kann in der Analysis, möchten wir einfach zu konkreten Sachen zurückkehren. Wir schauen jetzt keine allgemeinen topologischen Räume an, sondern arbeiten immer mit metrischen Räumen, aber benutzen nur diese drei Eigenschaften und das Mengensystem der offenen Mengen, das heißt der durch deinduzierten Topologie. Und da kann man zunächst mal feststellen, dass wenn man einen metrischen Raum hat und weiß, was eine offene Menge ist, dann kann man auch einfach definieren, was eine abgeschlossene Menge ist. Denn eine Menge ist ja dann abgeschlossen nach Definition, wenn das Komplement offen ist. Und wenn man das dann benutzt, dann kann man diese drei Eigenschaften so übersetzen wie in diesem Korollar hier. Man stellt erst fest, die Leere und die Menge M selber sind abgeschlossen. Wenn man endlich viele abgeschlossene Mengen hat, dann ist auch die Vereinigung abgeschlossen. Vorher stand hier endlich viele oder zwei offene Mengen, dann ist der Schnitt auch offen. Durch Iteration kann man das verallgemeinern auf endlich viele offene Mengen, dann ist der Schnitt aller endlich vielen offenen Mengen wieder abgeschlossen. Und wenn man jetzt zum Komplement übergeht und die Morgan zum Komplement übergeht, dann kriegt man eben diese Aussage hier. Und die Aussage C sieht jetzt wie folgt aus: Wenn ich möglicherweise überabzählbar viele abgeschlossene Mengen habe, dann ist der Schnitt all dieser Mengen wieder abgeschlossen. Und das erhält man über Übergang zum Komplement. Ja, wenn man eine Menge hat, dann möchte man gern, die nicht unbedingt offen oder abgeschlossen ist, dann möchte man gern die größte offene Menge betrachten, die in der Menge enthalten ist, oder die kleinste abgeschlossene Menge, die in der Menge enthalten ist. Und ja, um darüber zu sprechen, bedarf es eben auch nur das Konzept der offenen Mengen. Das ist hier, passiert hier in der Proposition. In dem metrischen Raum betrachtet man eine Teilmenge D und das Innere der Teilmenge ist dann die Vereinigung aller offenen Mengen, die in D enthalten sind. Das ist jetzt eine Vereinigung von möglicherweise überabzählbar vielen offenen Mengen, aber nach dem, was wir schon wissen, ist das eine offene Menge und damit ist das Innere eben definiert. Und der Abschluss, der wird eben so aufgeschrieben und ist eben der Schnitt
aller abgeschlossenen Mengen, die D enthalten. Und man sieht, wir haben das in der Analysis 1, hatten wir die zwei Dinge hier schon betrachtet, in Satz 6.4 im Fall der metrischen Räume. Und man sieht aber auch, dass diese Konstruktionen auch für topologische Räume Sinn machen, aufgrund der Eigenschaften, die wir eben aus den Eigenschaften des Mengensystems der Topologie eben schon kennengelernt haben. Ja, jetzt betrachten wir nochmal den Begriff des Grenzwertes und des Häufungspunktes. Wir hatten das in der Vorlesung im letzten Semester in dem metrischen Raum so eingeführt, dass wir dieses Epsilon-Kriterium, also das analytische Kriterium, angegeben hatten. Und dort hatten wir schon festgestellt, dass man das aber auch über Umgebung, das heißt über offene Mengen definieren kann. Und das wollen wir hier nochmal zusammenfassen. Also, wenn wir eine Folge haben, An in dem metrischen Raum und ein Element A, dann ist A ein Häufungspunkt der Folge, falls jede Umgebung von A unendlich viele Folgenglieder enthält. Was ist eine Umgebung? Das ist einfach eine Menge, die eine offene Menge, die A enthält. Und ein Grenzwert der Folge ist A, falls jede Umgebung von A alle bis auf endlich viele Folgenglieder enthält. Und diese beiden Aussagen, die eben charakterisieren, wann ein Punkt ein Häufungspunkt ist oder ein Grenzwert ist in der Folge, diese beiden Aussagen kann man jetzt eben auch in topologischen Räumen formulieren. Und im Falle von metrischen Räumen, wo man die Metrik hat und das Epsilon-Kriterium, definiert man dadurch den gleichen Konvergenzbegriff. Ja, wir können das fortsetzen mit der Stetigkeit. Da hatten wir im letzten Semester gesagt, wann eine Abbildung zwischen zwei metrischen Räumen stetig ist, indem wir das Epsilon-Delta-Kriterium verwendet haben. Und die Proposition ist, dass Äquivalenz sind, diese Epsilon-Delta-Definition der Stetigkeit und ein Kriterium, das nur offene Mengen verwendet, nämlich die Aussage, dass das Urbild jeder offenen Menge des Zielraums eine offene Menge ist im Definitionsraum. Und auch diese Aussage hatten wir schon, diese Äquivalenz hatten wir auch schon bewiesen in der Übung. Ja, wir sind am Ende dieses Lernvideos. Um das zusammenzufassen, haben wir für den metrischen Raum das Mengensystem der offenen Mengen angesehen. Wir haben dieses Mengensystem dann Topologie genannt. Und dann hatten wir beobachtet, dass man Konvergenz und Stetigkeit und dann so Konstruktionen wie Abschluss oder Inneres einer Menge dadurch charakterisieren kann, indem man nur auf dieses Mengensystem der offenen Mengen, also auf die Topologie, zurückgreift. Und man kann dann diese Charakterisierung einfach verwenden, um auf topologischen Räumen über Stetigkeit, Konvergenz, Abschluss und Inneres zu sprechen. Und das macht man dann in Spezialvorlesungen und untersucht dann, welche Eigenschaften sich übertragen und wo es vielleicht dann Unterschiede gibt zu metrischen Räumen, die eben doch mehr Struktur haben als allgemeine topologische Räume. Okay, bis zum nächsten Mal.